richtig aggressiv, ey. Boah, der war auch richtig stark. Also stärker als so das normale Pack, was wir jetzt umgebracht haben. Ja, was glotzt ihr denn alle hier rein? Hier gibt's doch nichts zu sehen. Blöden Kerle. Da merkt man schon, ich mache hier das Richtige, ne? Die Dummheit der Schatten. Also, ich sollte eigentlich alle Butler auch mitkillen, weil die sind so blöd. Die soll man... Oh, es gibt nichts mehr zu essen. Snuff ist tot. Ja, naja. So. Raus aus meinem Haus. Ich muss jetzt schlafen. Ich bin sowas von Hundstammate. Und jetzt... Meine Fresse, der hätte jetzt Gomez seine Leute runterschicken können und mich im Schlaf einfach so abmurksen können, aber nein, was macht er? Er bleibt weiter in seinem Thron hängen. Kommt mir gerade irgendwie so vor wie der Trostis aus Herr der Ringe 3, der da unten sein Volk sterben lässt und oben gemütlich seinen Sohn Faramir verbrennen will, obwohl der noch lebt. Aha, den haben wir hier. Arto, den alten Spinner. Jetzt war's. So, das ist jetzt ne, so eine Sache, der Gomez hier, der ist nicht ohne. Die sind unsterblich, die Frauen. Ei. Okay. Ganz ruhig. Gomez, ich hab in dem Blut... Oh, ich hab so eine scheißere Stimme. Gomez, ich bin im Blutdurst. Gestorben. Wenn du Streit suchst. Tja, das war halb so spektakulär, wie es aussieht, aber Ring der Unbesiegbarkeit. Boah, das ist was, Alter. Den setzen wir gleich mal auf. Den Ring der Unbesiegbarkeit. Oh. Oh, was haben wir hier für Ringe? Hier, Ring der Macht. Ring der Erleuchtung. Naja, die lassen wir mal dran. Also die Frauen sind wirklich unsterblich, so wie das scheint. Cool. Da könnte doch eine Frau anstatt mir in den Schläfertempel reingehen und... Was weiß ich, den Schläfer einfach mal so umnieten. Aber nein, das muss ich machen. Weil ich bin das arme Opfer, das jetzt gerade eben rausgefunden habe, dass Frauen hier in der Kolonie irgendwie so eine unsterbliche Aura haben. Eieieiei. Und dann soll man immer sagen, die Frauen werden benachteiligt, ne? In der Kolonie ist, sieht das ganz anders aus. Ja, okay, naja, sie müssen putzen und ja, wahrscheinlich im Hinterzimmer ein bisschen was für Gomez tun, so was wir jetzt, was ich jetzt nicht preisgeben will. Ich habe jetzt so in den letzten Parts immer wieder so oft sehr viel Ausdruck gesagt, da kann ich das sagen. Kann ich das schon mal sagen, ne? Hier so, die müssen dem dann schon mal, boah, wie heißt das Wort? Den Schwanz lutschen. Ja, Mann. Ja, wo ist denn jetzt der Stone? Hallo, Stone. Was willst du? Du siehst nicht aus wie einer von Gomez Schergen. Bin ich auch nicht. Stimmt. Ich gehöre nicht zu Gomez. Wie bist du dann hier reingekommen? Gomez hatte den Schlüssel zum Kerker. Na, der ist tot. Er hat ihn mir überlassen. Du willst doch nicht andeuten, dass du... Gomez aus dem Weg geräumt hast. Ich kann auch dich aus dem Weg räumen, wenn du mir noch so frech kommst, du Sack. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Es freut mich aber, dass dieser dreckige Halsabschneider endlich das bekommen hat, was er verdient. Aber warum hast du mich befreit? Warum nicht? Ich habe gehört, dass du im Kerker bist und habe die Gelegenheit genutzt, um Gomez ruhig zu stellen und dich zu befreien. Hab Dank. Ich stehe in deiner Schuld. Triff mich in der Schmiede. Dort reden wir weiter. Alles klar. Wir sehen uns. Yo, Bro. Hat er schon recht hier, ne, mit den Skeletten. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Atmosphäre, eine friedliche und sinnvolle Konversation zu führen, aber... Ich esse jetzt noch eine Breze, so, der braucht jetzt eh eine Weile. Da esse ich schnell eine Breze. Miam, miam. Ja, weil der braucht jetzt eh eine Weile. Da kann man auch ganz friedlich laufen. Ja, eine Tür, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ja, wir können auch mal in die anderen Kerker schauen, ob da leer. Vielleicht irgendwelche vergessenen Butler sind, die irgendwann mal einen Kümmel gestohlen haben und ja, jetzt hier schön verrottet sind. Moment.
Das war Heinz, das weiß ich. Der arme Heinz. Ja. Nun, denn ob... wir müssen ja langsam laufen, sonst überholen wir den Stone noch, den guten. Der fährt nämlich immer so... Der scheint schon ein bisschen schneller gewesen zu sein. Hätte jetzt gar nicht... Alter, stand doch noch jemand, oder? Hier haben sich die Gardisten hingelegt und gepennt. Und was haben wir hier noch so? Wir könnten die Winde hier aufmachen. Cool. Hammermäßig. Und wir können hier mal rausklettern. Die Burg mal weiter so erforschen. Jetzt weiß ich auch, wie man an diese Truhe rankommt. Ja, genau. Da ist nämlich hinten so eine Truhe, das habe ich nie gewusst. Da bin ich halt ab und zu mal hingekommen, weil ich halt in einigen Malen, einen der drei, vier Mal... Nein! Ich lebe noch. Geilo. Egal. Ich weiß also doch nicht, wie man an die Truhe rankommt, aber... Ja, das interessiert jetzt auch einen keinen... Also, wir müssen zu Stone und dann... Ja, was wollen wir eigentlich bei Stone? Verdammte Scheiße, wir sind doch... Ey, die ganzen Feuermagier sind echt tot, naja. Plündern wir sie halt, die haben einen Haufen Tränke mit sich. Einige haben auch einen Haufen Spruchrollen mit sich, also... Das lohnt sich verdammt! Jetzt haben wir hier lauter Spruchrollen, das ist einfach nur zu geil. Danke, dass du mir die überlässt, Torres. Du bist wirklich ein Schatz. In Liebe, ich. Rodriguez, der hat, glaube ich, Artefakte mit sich. Nee, ein paar Münzen, aber... Choristo, der müsste doch einen Haufen mit sich haben. Das war ja der Oberboss, der Obermacker. Gölle. Drago, ein paar Tränker damit. Immerhin etwas. Und Choristo. Ein Wein hat er natürlich, ne? Ja, wenig Zaubersprüche, aber dafür Wein, ne? Das ist ja auch das Wichtigste, wenn man hier überlegen muss. Alkohol, ne? Was gibt's hier schon, ne? Da trinkt man halt dann mal ein bisschen was. Tja, und Stone ist jetzt wo? Och, nee, oder? Komm. Ich sollte den noch in der Schmiede... Da ist er! Der alte Sack. Oh, eine Kriegsarmbrust. Schaden macht die denn? Ja. Können wir tragen, aber wir sind halt ungeübt in puncto Armbrust, das ist klar. Die wäre schon hammermäßig, also 100 Schaden. Da können sich dann mal die Stones hier unter uns einpacken. Steck die scheiß Waffe weg! Der hat hinten Augen. Halt! Soll ich dir aufs Maul... Glück gehabt! Ja, tatsächlich hinten Augen, Alter. Cool. Hätte ich von ihm jetzt auch nicht geglaubt, aber. Der arme Scavenger. Oh, ich hab jetzt Hunger. Alter, cool! Wo hab ich denn die Teile her? Egal. ja. So. Da bist du ja. Jo. Da du mich aus diesem Rattenloch befreit hast, hast du was gut bei mir. Okay. Mann. Ich habe mir überlegt, da es nicht viel gibt, was ich dir geben kann, werde ich dir etwas schmieden. Gut. Könnte ein Ring sein oder etwas Vergleichbares. Alles klar. Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken? Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken? Natürlich kann ich sie verstärken. Gib sie mir und warte kurz. Das ist im Moment das Dringendste, was ich benötige. Hey, du hast jetzt draußen Stahl gemacht. Was fällt hier dir ein? Hier ist die verstärkte Rüstung. Danke. Warum hat man nicht in den Kerker geworfen? Gomez. Der Bastard hat mir unterstellt, dass ich gemeinsame Sache mit den Feuermagiern machen würde. Nur weil ich der beste Schmied im alten Lager bin, konnte ich meinen Kopf retten. Er hat mich in dieses Rattenloch werfen lassen und immer nur dann rausgelassen, wenn er meine Fähigkeiten gebraucht hat.
Ja. Packende Geschichte. Wir sehen uns. Ah, leckere Breze. Ja. Wow, danke, Bro, dass du sie stark gemacht hast. Jetzt kannst du auch sterben. Nee, der ist cool. Ja, die Frage ist, was wir jetzt machen. Wir sind jetzt eigentlich soweit hier in der Kolonie fertig. Wir haben... Oh. Recht viel. Die ganzen Runen, die können wir halt alle nicht verwenden. Das ist das Blöde. Naja. Soweit ich weiß, sind wir ja eine Stufe aufgestiegen. Ja, 10 Lehrpunkte, da kann man nicht, das kann ich doch furzen. Ja, aber... Wir sind jetzt fertig. Wir nehmen die Untoten, lassen wir mal. Feuerfall, Feuerregen, das brauche ich noch ganz dringend. Was machen wir eigentlich mehr schon? Und Eisblock, gut. Oh. Ja, das ist jetzt das, was ich dann für später eben noch brauche. Ja, dann sind wir im Moment also wirklich in der Kolonie, haben wir jetzt eben nichts mehr zu melden, vielleicht noch irgendeine Nebenquest offen. Das ist nämlich dann immer noch so cool, ne? Die Hauptquest ist jetzt hier, das magische Vedorizil hier. Ah, das war halt das machen und Kundenerwerbung. Ja, das haben wir halt nicht geschafft, aber ansonsten waren wir doch recht gut hier. Hier. Gestartete Mission haben wir Xardas Dämonenschwert. Was haben wir denn hier falsch gemacht? Ich habe schon so. Ach so, weil wir es ihm das nicht erzählt haben. Ach so, ja, gut. Ja, Aufnahme im Sektenlager ist klar. Rezept der Sekte. Komisch, dass das gescheitert ist. Ach so, weil wir auch nicht im Lager aufgenommen wurden. Ja, das ist klar. Naja, dann waren wir nicht schlecht. Dann haben wir nur diese Aufgabe eben versaut, weil wir unseren Mund gehalten haben und halt Kundenerwerbung und erfüllte Missionen. Meine Fresse, waren wir gut. Ja, dann verabschiede ich mich mal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal genau wieder hier und dann heißt's mal Schläfe AD, Barriere AD und ein Dreifels, hip hip hurra. Na, wir werden sehen, was passiert. Ciao.